Der von 10 Tagen beteiligte Türke bei einer Amokfahrt in Dornbirn wurde am Montag und auch festgenommen, und zwar in Lustenau. Inspektionskommandant Herbert Strine von Lustenau, was ist denn genau am Montag vorgefallen, dass es zur Haft des Türken nun kam? Am vergangenen Montag um 14 Uhr ist eine Person zu uns gekommen, hat eine Anzeige erstattet, eben gegen diesen Türken, den Sie vorher zitiert haben, und hat angezeigt, dass der von ihm genötigt wurde, einen Geldbetrag zurückzubezahlen. Es ist da um eine Altschuld gegangen, die er eintreiben wollte. Und während der Vernehmungen zu diesem Fall, beziehungsweise nach dem Abschluss dieser Vernehmungen, wurde bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch ein Haftantrag gestellt unsererseits. Diesem Haftantrag ist stattgegeben worden, und gerade zur gleichen Zeit, als dieser besagte Türke bei uns einen Brief vom Bundesasylamt abholen wollte, kam er herein und wurde ihm eröffnet, dass er eben festgenommen ist. Das war am Abend gegen 19 Uhr. Hat sich denn der Türke bei der Verhaftung jetzt hier in der PI der Verhaftung widersetzt? Nein, anfänglich hat er sich ergeben, hat sich dann zu uns begeben und hat die Fragen, die wir an ihn gestellt haben, beantwortet. Und als er dann bemerkt hat, dass es eng wird und dass er gemerkt hat, dass er in Haft geht, ist er doch etwas renitent geworden, allerdings nicht tätlich, sondern er ist verbal gegen die Beamten vorgegangen, hat sie bedroht, dass er sie erschießen werde, sobald er die Gelegenheit bekommt, und ist deswegen auch in den Arrest verbracht worden. Jetzt hat es geheißen, dass sich der Türke verletzt hat hier in der PI. Stimmt das? Das stimmt. Im Arrest hat er um Wasser gebeten, und wie es üblich ist, wurde ihm auch Wasser gereicht in einen Plastikbecher. Den hat er sich zurecht gedrückt und zurechtgerissen und hat sich mit diesem Plastikbecher oberflächlich verletzt. Er wollte sich andeutungsweise selbst umbringen, sofern dies überhaupt möglich gewesen wäre. War er denn bewaffnet zum Zeitpunkt der Festnahme? Nein, er war nicht bewaffnet. Eine persönliche Frage nun, vor 10 Tagen war dieser Vorfall in Dornbirn. Die Kollegen konnten das Auto zwar stellen und den besagten Türken auch festnehmen, mussten dann ihn aber wieder auf freien Fuß setzen, wegen rechtlichen Bestimmungen. Ist das frustrierend für einen Beamten, wenn man das tun muss, und jetzt vielleicht auch eine Genugtuung hier für die Beamten allgemein, dass man ihn jetzt doch festnehmen konnte? Ich glaube, Frustration ist am falschen Ort. Frustration ist für Polizisten nicht angebracht, sonst müsste man sich oft den Kopf in den Sand stecken. Das ist einfach nicht angebracht. Wir machen das, was wir tun müssen, was von Gesetz wegen uns auferlegt ist. Und wir können uns zwar unsere Sachen denken, aber wir müssen unsere Gesetze vollziehen, die da sind.